Okay, so könnt ihr zahlreiche Stunden durch den Berg irren, beziehungsweise markierte Symbole wiederfinden, sodass ihr immer auf dem Hauptstollen bleibt, zahlreiche Nebenstollen, die abzweigen, immer links und rechts einen Fels getrieben. Mal wurde einer der linken zu einem Hauptstollen, weil man da wohl Silber gefunden hat, dem man dann gefolgt ist. Und wieder links und rechts und oben und unten einige Vertiefungen, die nach dem Silberpfad gesucht haben. So dass es dann hier nicht so ein Straßennetz gibt, sondern eher man orientiert sich einfach an dem Silberzweig, den man gefunden hat. Und der wächst und wuchert natürlich in eine Richtung. Ein Labyrinth, wie es im Buche steht. Ja, so könnt ihr, wie gesagt, zahlreiche Stunden euch entweder in die Tiefe oder nach oben tasten. Kommt natürlich drauf an. Ihr werdet keinen Eingang in Richtung der Palisade finden. Den Durchbruch Einen gibt es Augenblick. nicht. Wir haben noch Fackeln angezündet. Ja, In wir haben welche Licht. Richtung geht denn das Feuer? Das Also geht ja im Luftzug. ihr habt sowas wie den Hauptgang, habt ihr natürlich dann durch die Steinwerkzeuge habt ihr dann gefunden und ihr wisst dann auch immer, wie man nach draußen kommt, aber ihr findet zumindest keinen Weg, wie ihr reinkommt in die Palisaden. Finden wir von draußen aus einen Weg, bei dem wir, ich denke, dass der Durchbruch Möglichst klein ist. möglichst wenig weit wäre. Orientierung. Das ist eine Orientierungsprobe. Ein Punkt reicht mir nicht. Habt ihr eine Idee, wo wir möglichst nah am Dorf wären? Nee. Dürften wir auch eine Orientierungsprobe Sicher, machen? also wenn Kasim euch den Plan dahinter erklärt hat, klar. Lass mal über Wenn wir durchstoßen, müssen wir die dünnste Stelle finden. Hongar mit seinen Proben. Ja, es gibt direkt neben dem Hauptstollen, nach links abgezweigt, mehrere tote Winkel. Da liegt Abraum liegt da wohl zwischen. Aber wenn ihr da drüber klettert, dann könntet ihr relativ nah an den Hauptzweig bzw. an den Bergpfad kommen, der mit dem Wasser gefüllt ist. Und da muss man wohl noch wenige Meter bis hin machen, aber es wird auf alle Fälle feuchter. Also ich muss sagen, irgendwie ist so eine Höhle voll doof. Wir hätten einfach durch die Palisade laufen sollen. Ah, ich glaube, ich Glaubt ihr, habe das ist etwas eine gute gefunden, Idee, Kasim. direkt auf den Strom zuzugraben? Ah. Ich weiß es nicht. Wie stark ist denn dieser Strom? Ist ein kleiner Sagen wir Berg. etwas? Also so ein Bach. Ist kein wilder Strom, es ist halt ein Bächlein. Dann Reicht es vielleicht ist aus, es um uns alle zu unsere. ertränken? Nee. Okay. Und dieser Gut. ist unsere Eintrittskarte. Also eben, wenn du einen Weg öffnen kannst, der uns dorthin führt, dann können wir von dort aus runter in die hinter die Palisade. Gut. Dann werde ich das jetzt versuchen. Eine Spitzhacke brauche ich kurz. Ist hier irgendwo so kies-sandmäßig der Boden? Stein. Geröll. Also, muss gerade gucken. Boni Rosenbusch. Die handeln mit Quarzsand. Also, dann wird es wahrscheinlich mit Quarzsand ausgestreut sein. Ist nicht mehr viel da, aber. Perfekt. Ich streue mir ein Hexagon mit einem Hexagramm drin aus Sand. Ich gehe mal 3 Schritte zurück. Das ist mir etwas unheimlich. Ich stelle mich zu Goggle Genau, und dann kniet Kasim sich tatsächlich davor ab, begibt sich in den Schneidersitz, schließt die Augen und konzentriert sich. Und es passiert lange Zeit erstmal nichts. Und dann beginnt er in Urtula Media wieder zu sprechen. Eärjyn Ikor
Amchala. Und beginnt das zu wiederholen und wird dabei immer lauter, bis es fast schon ein Schreien ist. Und dann steht er auf, klopft einmal kräftig mit dem Stab auf den Boden, mit einem bitter entschlossenen Blick. Und blickt dann erwartungsvoll auf das Sechseck mit dem Schwern drin. Aus Sand. Ja, mit dem Klopfen gegen die Felswand, die bröselig dort noch ist, hast gesehen, hast dagegen geklopft und viele Steine, die jetzt runterbrechen und in dein Hexagramm fallen, das Hexagramm auch so ein bisschen zerstören. Du hast kurz Angst oder Panik, was passieren würde, wenn man die Zeichen verwischt, denn dann kann immer alles passieren, dann sind die Sphären weit geöffnet. Und auch wenn sie nicht zerrissen sind und Dämonen rausströmen, aber auf alle Fälle weiß man nie, was passiert, wenn du die Pforte öffnest. Dann kannst du sehen, wie sich langsam die Steine, die in das Hexagramm gefallen sind, bewegen und die Matrix dann auch ohne Odem für alle sichtbar wird. Als sich die Steine über ein grünes Glimm miteinander verbinden und Bruchstücke sich formen zu Schulterpartien, zu Händen oder Armschienen, so etwas wie einem Bauch- oder Brustbereich und ein Kopf? Zumindest könnt ihr erkennen, wie ein Wesen gehalten durch Magie vor dir schwebt und dich anblickt. Es raunt nur noch in einer monotonen Stimme: Steinhart. Ich schreie und renne weg. Ah, ein Steinmann, Hilfe! Kasim neigt einmal den Kopf. Ich bin Kasim. Ich brauche deine Hilfe. Er zeigt auf die Wand, wo es feucht wird. Öffne uns nach dort, bis unter freien Himmel eine Passage, damit wir diese Höhle verlassen können. Steinhart. Ich würde den Goblins auf Goblinisch gut zureden, in der Hoffnung, dass sie sich fangen und unsere Position nicht mit ihrem Geheule verraten. Goggle, Moggle, ein Steinmann! Beruhigt euch, der ist auf unserer Seite. Reißt euch zusammen. Mit aller Ruhe und Trägheit gleitet das Wesen ohne seine Füße aus dem Hexagramm und auf die Felswand zu, die Ronga euch gewiesen hatte, und fängt an, mit seinen Armschienen, mit seinen magischen Händen dann einen Weg hindurch zu schmelzen. Flüssiges Gestein, was abfließt, und ein kleiner Tunnel, der sich öffnet. Das Rauschen von Wasser wird mehr und mehr, und dann könnt ihr vor allem erstmal das Riechen. Es riecht nach heißem Silber und dann es auch hören, als dieser Durchgang, dieser Weg, ist sicherlich schon eine halbe Stunde vergangen, wie er da mit aller Ruhe schmilzt und das Gestein dann abfließt, könnt ihr dann auch hören, wie hinter dem Fels wohl geschmolzen wird und große Öfen, große Brennöfen das Silber dann kochen. Dann wird das Rauschen des Baches ganz klar und der Elementar zerfließt, genauso wie die Steine eben unter ihm, und ist weg. Ja, während er zerfließt, geht Kasim, der bisher aufrecht einfach stocksteif dagestanden hat, bewegt sich jetzt, verbeugt sich einmal in die Richtung des Elementars. Vielen Dank. Und nimmt dann seinen Stab in die Hand, hat ein bisschen auch Schweißperlen inzwischen auf der Stirn, und geht dann mal nach vorne. Ja, der Tunnel ist ein Kriechgang, also die Goblins können da wohl noch auf allen, auf den Vieren sowieso, aber auch hindurch hocken, und alle Menschen müssten dann auf alle Viere gehen und dann durchkriechen. Na, guck mal, Goggle Moggle, die gehen vor uns auf die Knie. Ist der Geist weg? Ist der Steinmann weg? Ja, der ist weg. Kommt der auch nicht wieder? Der war sehr unheimlich. Ich hatte Angst. Da müsst ihr Kasim fragen. Er kommt nicht wieder. Selbst wenn ich wollte, hätte ich nicht mehr die Kraft, ihn noch einmal herbeizurufen. Also, ich mahne dich, das war sehr unheimlich. Das hat mir Angst gemacht, das ist nicht schön.
Wir müssen uns beeilen. Riech doch endlich durch den Tunnel. Ja. Ich würde definitiv vor den Goblins durchkriechen. Wir können uns keine Gespräche leisten, wenn wir dort durch sind. Wir müssen schauen, wie viele es noch sind. Ja, und dann wird der Weg durch den Tunnel gegangen, um zu schauen, welche Perspektive uns das denn eröffnet. Ja, direkt unter dir fließt ein kleiner Gebirgsbach, kalt und gefüllt durch den steten Regen ist er wohl relativ weit nach oben angeschwollen. Fast würde er dir in das Loch hinein folgen. Aber so, du könntest die Hand ausstrecken, um von dem Wasser zu trinken. Du siehst, es sind nur wenige Meter von eurer Position aus 11, 12, 13 bis ins Innere des Dorfes. Und ja, du kannst jetzt wieder in das Innere sehen. Neben dir gibt es die Silberschmelze, das Silberlager. Es gibt ein Gasthaus auf der anderen Seite, den großen Wachturm. Und noch einige Gebäude, die erhellt sind. Allerdings werden das immer weniger aufgrund der Nacht. Ihr seid mittlerweile wohl einige Augenblicke im Inneren der Mine gewesen und wisst nicht genau, wie spät es ist. Vor allem, wenn du nach oben guckst, es scheint kein Mond, keine Sterne. Das liegt einfach daran, dass Kasim der Regen herbeibeschworen hat. Und auch wenn die Viertelstunde mittlerweile um ist, das Wetter hat sich nicht weiter verändert. Super. Können wir da alle raus aus dem Tunnel und ihr könnt da rauskriechen und dann entweder runter glitschen, das geht wohl mit einer Körperbeherrschungsprobe. Hochklettern, zurückklettern ist sehr schwierig. Mit einer Klettern plus 8 kommt ihr auch wieder zurück, aber runter ist das wohl gar nicht so schwer, vor allem weil es rutschig ist. Ihr könnt einige Wachposten erkennen, die haben sich zurückgezogen in den Schutz der Häuser, stehen da aber trotzdem mit Fackeln und bewachen dann die wenigen Bewohner, also es sind dann vor allem Seite hier und hier sind das Mordbrenner. Auf der anderen Seite seht ihr ebenso Mordbrenner, die sich zurückgezogen haben und oben in dem Wachturm könnt ihr noch zwei illustre Gestalten erkennen, die dort stehen und irgendwie was trinken. Zumindest könnt ihr die Silhouetten erkennen. Ich möchte mal runterspähen und mit meiner Nachtsicht versuchen, einen sicheren Ort ausfindig zu machen, wo wir hinglitschen können. Ja, wenn ihr hier auf dieser Seite des Bergbaches runterkommt, direkt hier ist vielleicht sowas wie Schatten, also ja, die Silberschmelze wird wohl noch in Betrieb sein. Ob da Mordbrenner drin sind, weißt du nicht. Also im Schatten der Häuser, wenn du einen richtigen Moment abpasst, dann könnte man das Häuschen hier auf der anderen Seite, wenn man sehr still ist, auch als Deckung nehmen. Oder man springt über den Bach, der ist nicht so breit und dann kann man hier verschwinden. Das ist auf alle Fälle sehr viel angenehmer, würdest du sagen. Also einmal hier zum Stehen kommen, dann einmal rüberspringen und dann hier in den Schatten. Ja, das kommt mir dann doch sicherer vor. Hier, Leute, wir machen das so und so. Hier an dieser Stelle, da rutschen wir runter und dann hüpfen wir über den Bach und dann hinter dieses Gebäude. Ne? Mhm. Okay, ich werde dir folgen. Ich hoffe nur, du hast nicht vor, dass wir das alles heimlich tun sollen. Mein Kettenhemd ist jetzt nicht unbedingt das leiseste. Dann solltest du es ausziehen und hier lassen. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie viel man für ein Kettenhemd zahlt? Ja, ich weiß es. Keine Ahnung, die liegen oft irgendwo rum, wenn Ritter da drin gestorben sind. Oder wir gehen zum Angriff über. Naja, du könntest auch hier warten. Es sind viele. Aber ich könnte mal da runter. Ich könnte hier warten und sobald es und ihr spät weiter aus. Und sobald ich was höre, was nach Kampf klingt, komme ich nach. Sonst verrate ich ja eure Position. Das davon profitiert ja niemand. Das ist richtig. Da drüben sind. Das ist erstaunlich klug für einen Menschling, Mann. Ich sehe die vier, die wir schon an der Mine gesetzt haben. Sehen wir die hier? Nee, von eurer Position aus nicht. Okay. Also ich zähle 2, 4, 8, 10. Wobei die beiden auf dem Wachturm, die sehen so aus, als hätten sie was zu sagen.
Ich könnte die da runterschießen. Sicher? Von hier? Oh, mal gucken. Und wie weit ist das? 1:1, ne? Ja. Ja, also einen könnte ich treffen. Ich könnte aber auch versuchen, hier zu dem Haus zu gehen, mich da aufs Dach zu klettern und dann besser schießen. Ich könnte versuchen, sie rauszusprengen. Dann hätten wir allerdings diesen Trumpf nicht mehr für den Bodenkampf. Wir können noch versuchen, uns in den Wacht zu schleichen. Rechts über die Gebäude entlang, hinten an der Einheit vorbei und dann in einem ungesehenen Augenblick in den Turm rein. Da rechne ich unsere Chancen vernichtend gering. Also, ich finde das gut mit dem aufs Dach und dann bäm. Mhm. Die rechnen auf jeden Fall nicht mit einem Angriff von innen. Ja, und deswegen schleiche ich mich hier auf das Dach, kletter da leise drauf und dann schieße ich dem voll ins Gesicht. Es macht uns erheblich leichter, wenn wir es schaffen, bevor der Kampf eigentlich losgeht, ihnen Verluste beizubringen. Na dann, auf geht's. Ich glitsche zuerst, das macht Spaß. Eine ja, aber Frage, nicht so viel. Roggel. Ja, ich Roggel. Bin leise. Ja. Wenn der erste Schuss nicht gelingt. Er gelingt. Nur für den Fall. Ich bin ein Meisterschütze. Ich könnte auch noch reinhalten. Ja, ich bin aber ein meisterlicherer Schütze. Okay. Schießt zuerst auf den bulligen Typen. Die Frau. Ich glaube, das ist eine Frau. Die sieht erstmal weniger schlimm aus. Ja, aber wenn sie eine Frau ist, ist sie die Anführerin. Körperbeherrschung. +4. Habe ich das richtig verstanden? Dass jetzt erstmal nur die Gobbos nach unten gehen? Gorgelmorgen ist die erste. So, ich hatte gehört, dass wir eigentlich alle runtergehen. Okay, ja gut. Also ich alle, die nicht schwer gerüstet sind. Ich verzichte darauf, nicht mit runterzugehen, weil ich total viel Lärm mache. Gorgel +4, hattest du gesagt? +4. Und ich brauche keine Athletikprobe, um über den Bach zu springen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das auf alle Fälle tun. Ein kleiner Sprung und dann seid ihr in der Sicherheit. Nein! Ich habe keinen Flip mehr. Dann 4W6 -4 durch scharfe Kanten und ein verknackstes Bein. Und der Ritter bleibt Wunden? Alleine oben zurück. Ja klar, also wenn du jetzt eine Wunde kriegst, dann ist das auf alle Fälle eine Wunde im Bein. Okay, eine Bein. Sobald es Lärm gibt, komme ich nach. Lärm gibt es nicht. Also, was heißt Lärm? Ja, er ist unser Backup. Sobald es zum Kampf kommt, ist er da. Und eine Athletikprobe, um über den Fluss zu kommen. Nee, brauche ich nicht. Du könntest einfach so rüberspringen. Also, ich gucke gerade mal, wie groß ist der Bach? 3 Meter. Das ist nicht mal 3 Meter. Der ist zwar ziemlich gefüllt und mittlerweile reißend, weil einfach so viel Wasser jetzt aus den Bergen kommt, die Kasim erzeugt hat. Aber Kasim kann über den Fluss humpeln. Und verschwindet. Scheiße! In der Tarnung. Ja, ihr könnt sehen, wie Kasim euch dann so ein bisschen hinterher springt auf einem Bein, hat sich offenbar den linken Fuß verknackst. Au, Scheiße! Eieiei, ich muss das ab. Nein. Boah, dann kann ist das gut. Kann ich nach den üblichen Regeln versuchen, das zu ignorieren oder gilt das nur im Kampf? Wir machen das im Kampf, wenn es soweit ist. Vielleicht kommen ja noch mehr Wunden dazu oder so. Ja, Krokel, wenn du hoch willst, klettern +3. Ich versuche das auch mal. Ja. Eieiei. Goggelmoggel glitscht runter und du bekommst 1W6-1. Könnte wahrscheinlich. Tut nicht mal weh. Nee. Aber kannst du es nochmal versuchen, wenn du willst. Aber Groggel ist oben. Tja, was? Dein Bruder ist oben und na gut, er ist halt auch der erfahrene Jäger. Du bist nur die Handwerker. Nee. Das wird nichts mehr. Ja, dann 2W6-2. Du würfelst aber auch einen Blödsinn.
Wenn sie wieder unten angekommen ist, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, ach, da habe ich mir ein bisschen das Füßchen gehauen, aber sonst ist gut. Kasim nickt, der an die Wand gelehnt ist, der den linken Fuß angehoben hat, damit er ihn nicht aufstützen muss. Ja, ich kenne das. Und späht dann hier einmal um die Ecke, um zu sehen zu können, was passiert, wenn Groggel schießt. Okay, es sind ungefähr 22 Meter, das heißt Kategorie bis 25, also Mittel. Ja, okay. Warte, ich muss mir mal eben Wege des Schwerts aufmachen. Also das Ziel ist menschengroß plus 2, dann ist die Entfernung... Na? Mittel. Mittel plus 4. Dann, das Ziel ist leicht bewegt, ist plus minus 0. Und wir haben Nebel nicht, aber es ist echt regnerisch. Ich würde dir eine plus 4 geben für den Regen. Und wir haben kein Mondlicht, Sternlicht haben wir nicht, wir haben Finsternis, das ist eine plus 8. Die kannst du aber durch Dämmerungssicht halbieren, das ist eine plus 4. Bevor er schießt, würde ich mich noch positionieren wollen, und zwar hier an dem Gebäude. An falls im Hinterhalt liegen, falls jemand da durch die Sparte zwischen den Gebäuden kommen möchte, falls das für Aufmerksamkeit erregt. Und wenn ich dem jetzt irgendwie in den Hals schießen will, dass er nicht brüllen kann? Ja, so, warte. Also, wir haben erstmal, du hast mitgerechnet, ne? Es sind plus 4, 8, 12. Ja, dann haben wir, bist du Entfernungssinn? Nein. Du bist nicht einäugig, bist du Meisterschütze? Ja. Okay, dann möchtest du auf ein Zweibeiner schießen, auf Kopf? Ja. Ist eine plus 5 für den Meisterschützen. Okay, dann bin ich bei plus, plus 17 ist hart. Du kannst auch den Kopf weglassen. Du kannst zielen. Genau, du kannst 4 Aktionen zielen. Ja, stimmt, ich kann 4 Aktionen zielen. Sind dann plus 13. Das ist machbar. Ich würfel meine Sinnschärfe plus 8, während du da oben sitzt und zielst. Schaffen sie aber nicht. Dann versuchen wir mal. Mein Glück, zur Not habe ich ja noch meinen Chip. Ja, das Knick, ist doch knack, super. Knick ab. Du hast auf den, Mann gezielt, ne? Genau. Hm, okay. Auf seinen Kopf. Den Bulligen. Auf den Werwolf. Frage, können doppelter Schaden aus Kopf und Crit stapeln? Ja klar, du kannst die, also was heißt, stapeln nicht, also nicht mal 2x2, aber mal 3. Das kommt. Okay. Mal 3 wie beim Kammertyp oder Hammerschlag. Genau. Ich würfel mal Schaden, ne? Mal 3 ist das Höchste, was geht. Ne, warum hat der jetzt nicht Schaden gewürfelt? Warte mal, wir müssen erstmal die Trefferzone uns angucken. Ah, ist okay. Doch Kopf. Ist Kopf, hab ich gesagt. Ja, aber Kopf, da musst du trotzdem mal ein W20 würfeln, ob 19 oder 20, also ob doppelt oder nicht doppelt. Also, genau, einfach entweder W10 oder sowas und dann irgendwas Grades würfeln und hoch wäre dann doppelt und tief wäre nicht doppelt. Oder gerade, ungerade. Suchst du aus? 10, also. Würfel selber. Und sag's vorher an. Nee, hoch ist doppelt. Ah, okay. 4. Ja, tief, nicht doppelt. Also kein Doppelter. Dann den Schaden. Also nur Doppelter, nicht dreifach. Nur doppelt, nicht dreifach, genau. Und eine Autowunde und. So, 5 und dein... Und 4, also 9. Sind 9 mal 2 sind 18. Wundschwelle minus 2? Ja, eine Autowunde. Was am Kopf? Ja, das sind 18. Dritte Wunde am Kopf, wenn... Das ist, ja, tatsächlich. Ja. Also ich würfel einfach mal spaßeshalber, aber das wird er trotzdem nicht schaffen. Er ist nicht tot, weil 18 ist nicht tot, aber 3 Wunden. Verliert das pro Kampfrunde einen LEP. Was haben 3 Wunden für Auswirkungen? Der kriegt irgendwie Zusatzschaden, ich meine 2W6er noch. Genau, 2W6 Zusatzschaden. Wenn er die Selbstbeherrschung nicht schafft, was er tatsächlich geschafft hat, er ist noch bewusst...
bei Bewusstsein, aber kann dadurch drei Wunden nicht mehr kämpfen. Ach so, ja, warte mal, das ist ja nur Schaden über der ersten Wundschwelle und die 1-12-12, das könnte er tatsächlich schaffen. Der Schaden, war ja nicht so hoch, es war einfach nur verdoppelt wegen. Genau, ihr habt einen Wundschmerz gerade gemacht. Ja, ja, genau. Ich glaube, die dritte Wunde an sich gibt aber nochmal harten Kampf- und Fähigkeitsbonus. Wunde ja, ignorieren, plus 15. Okay, nee, das schafft er nicht. Okay, dann kriegt er nochmal 7 Schaden zusätzlich. Reicht trotzdem nicht, dass er tot ist. Er ist auf jeden Fall kampfunfähig. 3 Wunden, Zustand, kampfunfähig. Initiative! Und zwar für alle, denn ihr könnt ein lautes Wachen, Alarm, Eindringlinge hören. Also ich liege doch im Hinterhalt. Ich bin doch sicher voll orientiert. Du bist nicht orientiert. Dann mache ich jetzt gleich die Selbstbeherrschungsprobe, um die Wunde im Bein zu ignorieren, ne? Jetzt, wo wir in den Kampf gehen. Das ist dann Wunde. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben NPCs. Nein, dann muss ich mit geringerer Energie starten. Arena von Mersing ist es nicht. Papierende Wese. Ah, Kriegsverräne, Ghoulkönig, Drachengardist. Kurze Frage, die Kampfreflexe, die ich habe, das meinst du ja, dass sie mir was auf die Ini geben? Ist das plus schon mit 4. Plus 4, das heißt, ich bin insgesamt bei einer 20 statt einer 16. Ja, das kann gut sein. Du kannst dich auf die dementsprechende Initiative ziehen. Da. 19. Dann handle ich die auf der 19 ab.